Guten Morgen, ich hoffe, allen geht es gut, alle sind gesund, haben gut geschlafen und sind mit einer guten Energie aufgestanden. Wir schauen auf den Sonntag, es ist der 16.04.2023 und ich hätte gerne eine erste Überschrift, die diesen Sonntag beschreibt, Spirit. Mischen wir nochmal. Zwei. Einmal die Alchemie ist gefallen. Du kannst zaubern. Du hast gerade den goldenen Finger. Jedes Projekt, das du beginnst, wird zu Gold gesetzt, im Fall du glaubst an dich. Das ist der Hinweis Nummer eins. Ach, wir legen sie einfach dahin. Und der Hinweis Nummer zwei: Die Wellen des Wohlstandes, neue Fülle und spannende Chancen überfluten dich gerade. Ja, ich weiß, dass viele, die auch sich selbstständig gemacht haben, in der letzten Zeit so ein bisschen stagniert sind. Aber ich glaube, da kommt jetzt wieder neuer Schwung in die Bude. Wichtig ist halt, dass deine Gedanken ebenfalls positiv ausgerichtet sind. Ne? Du kannst energetisch alles anziehen, was du dir wünschst. Das darfst du niemals vergessen. Mach dir das, zu deinem Handwerk und alles kommt, wenn es deinem besten Wohle dient. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Finanzen, das bezieht sich auf jeden Bereich in deinem Leben. Und um welchen Bereich geht es denn heute? An diesem Sonntag. Das Universum möchte dich heute einladen, nochmal so besonders zu strahlen und zu leuchten, weil du in vielen Punkten dein Leben betreffend echt Erkenntnisse bekommen hast, sich ein Puzzleteil nach dem anderen zusammensetzt oder du bekommst heute Erkenntnisse, die wichtig sind, um einen alten Zyklus abzuschließen und einen neuen zu beginnen. In welchem Bereich auch immer. Es kann jetzt tatsächlich die Partnerschaft sein. Es können die Finanzen sein. Heute steht das Glück an deiner Seite. Und ja, mit dem Stern zeigt sich auch an, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Wünscht ihr also was? Ich wünsche euch den Frieden und lasst es euch gut gehen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal ebenfalls dabei bist. Und bedanke mich für jedes Kommentar, für jedes Abo, für jedes Like. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.